Einen schönen guten Tag, willkommen zum Let's Play Dark Crusade Dawn of War 1. Tja, ihr habt ja vielleicht schon gesehen, meine Videoausbeute ist weniger geworden. Das hat einen einfachen Hintergrund. Bei mir hat letztes Semester wieder begonnen. Langsam geht auch mein Studium mal dem Ende entgegen. Das heißt aber, zum Schluss wird es immer ein bisschen stressig. Aber glaube ich, das spare ich mir. Und da steht nun mal einfach das Video produzieren hinten an. Andere Sachen sind da einfach wichtiger. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Zeit und mache das auf jeden Fall und spiele mit Dawn of War, Dark Crusade, weil der Rest, sonst habe ich ja gerade nicht so wirklich richtig was am Laufen. An Videos, die Starcraft 2 Schule kommt immer wieder was. Da brauche ich aber wie gesagt Feedback, das fehlt momentan noch für die nächste Folge. Und League of Legends spiele ich nicht, weil ich gerade mit den Leuten passt es gerade einfach nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ansonsten, ja, XCOM kommt jetzt bald ein Addon raus, da werde ich auf jeden Fall dann auch wieder mal XCOM spielen. Ich glaube, ich mache den jetzt einfach platt. Also Leute, jetzt geht's direkt los, da werde ich dann wieder mal XCOM spielen, also direkt im Addon. Und ich werde demnächst mal... ich denke, wir werden demnächst bald wieder mal zusammen DayZ spielen, kann man länger nichts mehr... Und da werde ich dann, da werden wir dann mal schauen, also potenziell sind wir dann zu viert. Das wird auf jeden Fall, da habe ich Mords Bock drauf. Ich finde, das ist eins der geilsten Spiele überhaupt, ja. Macht richtig viel Laune. Und ja, das ist im Prinzip das, was uns jetzt als nächstes gegenübersteht. Wir machen jetzt... So... Ja, das ist sehr nett. Der Paria, der hier, der spielt eigentlich gerne auch den Platzeinweiser. Das ist ziemlich sozial von ihm. Ich habe jetzt gerade harte FPS-Drops. Das geht mir sowas von alles auf den Sack. Es gibt dafür keinen Grund, ja. Ich spiele gerne Platzeinweiser und sage auch den Leuten, wo es am besten zur Gruft geht. Die haben hier ziemlich viel Arbeit mit Geistern auf der Map. Da sehen wir es direkt. Aber ich habe jetzt zum Glück einen, der so einen Scheiß aufdeckt. Aha. Ihr kümmert euch bitte mal hinten um die Krot und die Extinktoren müssen da raus. Necron Lord himself. Du musst hinten mal, was ist Dornhai, oder? Ja. Mach mal den Dornhai nass. Und die Extinktoren, ihr greift bitte den Dornhai auch noch an. So. Ah ja. Die wollen ja gleich volle Kanne drauf, ich verstehe. So, jetzt machen wir mal. Mach den Panel mal nass. Ja, ja. So, die machen hier den Manoliten nass, ey. Ich glaube, ich spinne. Was sind wir denn hier? Ich stocke jetzt auch direkt auf. Wir machen jetzt direkt als allererstes mal diesen Scheiß. Was ist das? Ein Drohnenboot, okay. Jetzt den verdammten XV8. Gut, jetzt haben wir Ruhe im Puff. Alter, die haben sie ordentlich die Runde gekämpft. Was ist da los? Kurz mal nach Verlusten prüfen, jupp. Ich brauche halt wieder einige Bauskarabellen. Ja, der regeneriert nicht langsam, aber ich lasse ihn trotzdem reparieren. So.
Also ihr seht, sie machen es mir auf jeden Fall nicht leicht. Sie wollen direkt voll auf die Kacke hauen. Ich habe jetzt natürlich überhaupt viel zu wenig Energie. Das ist ziemlich bescheiden. Ich habe auch gerade gar keinen Zuwachs, weil alle Energie, die ich produziere, kommt natürlich direkt den Monolithen zugute. Das bedeutet, ich lasse es jetzt auch mal so weit. Na, jetzt baut es langsam wieder auf. Wie viel brauche ich da? 25, oder? Boah, 10 Energie ist aber ganz schön beschissen, ey. Ja. Ja. Jetzt wird mal die fiese Schnauze gehalten. So, du springst bitte mal direkt hier hinten hin und verwickelst sie in den hässlichen Nahkampf. So. Dann schießt mich schon noch die Hälfte. So, die noch schießen, werden jetzt zurückattackiert. Alter, die machen aber auch einen Schaden, ey. Nichts mehr drin offen, was diese Lags verursachen könnte. Sollte ich zumindest, möchte ich zumindest meinen. So, ich brauche unbedingt Kraftwerke. Ah, gut, das erste ist sogar for free. Man könnte trotzdem direkt das zweite und gleich noch das dritte. Ja, schön mal nachgepiekst, sehr gut. Was, 75? Ja gut, das ist natürlich ordentlich. Ja, am Anfang heißt es natürlich auch erstmal wieder nur aushalten. Ich bleibe ja relativ dicht beim Lager. Das heißt, ich kann relativ schnell überall verteidigen. Der Gegner ist eigentlich schon überall. Das heißt, die Angriffe sollten eigentlich nicht unbedingt stärker werden, weil er ist schon maximal ausgebreitet. Nebenan, so rein spielmechanisch, die werden stärker werden, wenn ich gewisse Sachen hier platt mache, weil dann werden Skripts ausgelöst, ja, das heißt, der so, keine Ahnung, kriegt auf einmal mehr Ressourcen oder mehr Einheiten oder sowas oder hat ein anderes KI-Level. Die KI agiert dann einfach auch anders. So. Diese Billigkrieger, die Aldi-Krieger von Necrons, die sind halt schon echt gut, weil wenn man einfach kostenlos kriegt, wenn ich ein bisschen Zeit habe, kann man damit einfach schon eine ordentliche Kohorte aufbauen. Ah, okay. Oh, fuck, das hat sogar einer von der Leibgarde. Dann drauf da. Erstmal die Krut abschießen. Die Krut sind die Nahkämpfer, der Tau. Die sind halt deswegen beschissen, weil die rumheizen und verhindern halt, dass meine Leute richtig rumballern, ja. Also sobald eine Nahkampf hier gebunden ist, schießt sie halt nicht mehr, ne. Das ist halt schon mal ein ganz entscheidender Unterschied. Was ist er eigentlich? Was ist der Vollkrieger, die Chasso? Chasso ist praktisch der Chef von einem Trupp. Das sind auch, also bei anderen heißt das Sergeant oder irgendwas, ja. Hier ist sie, was sind Chasso. Diese Rotten kriegen ich ganz gut weg, aber die Speer muss man echt mal lassen. Die machen halt, Vollkrieger-Team sind das, die machen halt schon einen echt sakrischen Schaden. Das darf man nicht verhehlen. Allerdings wird meine Verteidigung natürlich auch stärker, weil ich jetzt hier nach und nach auch, die Gebäude upgraden kann. So, wenn wir wieder durchgehen. Ich habe inzwischen auch ein bisschen besseres Income. Das heißt, ich würde tendenziell gerade sagen, bin ich dabei, meine Position zu konsolidieren. Brauche ich als nächstes mal einen Aktivierungskern und das Ding baue ich aber erst noch auf. Dann habe ich nämlich einen kleinen Perimeter, kann in jede Richtung rumballern. Und das ist auch schon mal sehr sinnvoll.
Necro kriegen wir auch nicht unbedingt weniger. Bauen. Große Aktivierung. Ne, Aktivierung ist kein erstmal. Also auf 4 kann schon ein Pro-Trupp sein, das ist okay. Immerhin sind die nicht getarnt oder sowas. Also, selbst wenn sie es wären, wäre es nicht schlimm, weil ich sie aufdecken kann. Ich baue noch einen Reaktor mit 60. So, ich gehe mal hin und schick mal die Paria nach vorne. Wo sind die denn? Hier geht man nach vorne und hier geht man nach vorne. Das heißt, wenn die gut ankommen, das nächste Mal dürfen die sich erstmal mit den Paria messen. Meine Exingtoren haben sie mir abgeballert, wenn ich das richtig sehe. Yep. Die liegen da tot rum. Ja, ansonsten kann ich mal das Ding hier upgraden gleich. Dann hole ich mir gleich noch das verbotenes Archiv. 150. Also mit plus 50 kann ich arbeiten, ja, aber mit plus 10 ist war gerade eben echt wirklich nur noch traurig. Ich brauche nicht mehr Kontrollpunkte. Ihr seht, wenn ich nächste Perimeter sind diese drei Punkte. Guckt mal auf den Cursor. Ja, die muss ich mir natürlich erstmal ergattern. Aber dafür brauche ich erstmal insgesamt ein bisschen mehr Schmalz. Ich brauche mehr. Ein bisschen mehr Army. Ich brauche ein bisschen aufgebauten Monolithen. Ich möchte mir jetzt gleich mal das Ruptorfeld holen. Gesundheiten Schaden der Necron werden erhöht, das ist auf jeden Fall sehr gut, weil ich hier gerade sehr Necron-Krieger-Heavy spiele. Okay, ich sehe, langsam geht die Folge dem Ende zu. Ich werde gleich mal pausieren und mal gucken, warum schnell die FPS droppen. Das geht mich gehörig auf den Sack. Das Ruptorfeld, komm schon. Übrigens, die Frucht, die Frucht der Wahl sind Mangos. Ich habe mir gefunden, jetzt ein Mango holt, die ist gerade mal zum Schiffen und so. Und ich bin im Rad rumgefahren. Keine kleine Strecke. Und das war einfach nur geil. Einfach so eine richtig frische Mango im Herbstwetter. Kann echt nur. Kann nur ein Gewinn sein. Alter, wie die einfach umbratzorn. Da oben sind Geister. Machen die viel Stress und verlangen ein wenig extra Aufmerksamkeit. Die werde ich jetzt auch. Die will ich ihnen jetzt auch widmen. So, was macht der Necron Lord? Necron Lord hat ja auch seinen Spaß. Wunderbar. Da wird ordentlich zugeschwartet. Wie viel fehlt? Ordentlich. Na, ich habe bald erstmal Energie, um 10 Monolithen gleich aufzubauen. Die werden respawnen, denke ich auch wieder. Die werden auch wieder auftauchen. Aber es ist jetzt einfach schon mal ein großer Gewinn, dass die oben jetzt erstmal weg sind. Das ist einfach gutes und schützungsvoll, was die die ganze Zeit liefern. Was man da reinlichtet. Und das kann man nicht vermeiden. Go. Ey, wie lange der braucht, um so ein paar schwule Geister zu flexen? Na gut, okay, wahrscheinlich hat er einfach Spaß dran. Erwachter Monolith, große Aktivierungskerne, uiuiui.